vorbeigeht und kein Ende. Sollte jemand angenommen haben, dass die Affäre zu Ende sei, hat er sich getäuscht. Einem TV-Sender erzählte Kameramann Matt Walsh, dass die Patriots einen äußerst aggressiven Spielplan verfolgt hätten. Die Spionagebänder wären ein wichtiger Bestandteil dieses Plans gewesen. Head Coach Bill Belichick regt sich über diese Aussage mächtig auf. Als wenn der etwas von unserem Spielplan verstehen würde. Das ist peinlich. Es ist absurd. Der versteht doch gar nichts von Football. Er war unser dritter Videoassistent. Nochmal. Er wurde gefeuert, weil er einen schlechten Job gemacht hat und weil er verbotenerweise Gespräche seines Arbeitgebers aufgezeichnet hat. Fortsetzung folgt. Ja, Marcus Russell steht vor seiner ersten kompletten Saison in der NFL und er beginnt sie als Big Boy. 136 Kilogramm wiegt der Quarterback der Raiders mittlerweile, ein ganz netter Brocken. Dennoch bewegt er sich gut über den Platz, wie Head Coach Kiffin anmerkt. Die Besitzer der NFL-Teams könnten nächste Woche ihre Verabredung mit der Spielergewerkschaft aufkündigen. Damit besteht die Möglichkeit, dass die Saison 2010 ohne Gehaltsobergrenze stattfindet. Zwar liegen Regelungen vor, dass die reicheren Teams sich nicht bei den Ärmeren nach Gusto bedienen können, aber das wird dann trotzdem ein Hauen und ein Stechen geben. Die bestehende Vereinbarung kann von beiden Seiten am 8. November 2008 aufgelöst werden. Sie sieht vor, dass die Besitzer 60% des Einkommens ihres Clubs an die Spieler weitergeben. Das finden die Besitzer sei zu einseitig. Im schlimmsten Fall kann uns wieder ein Streik drohen. Colts Quarterback Peyton Manning hält sich mit Kommentaren zu den gesetzlichen Problemen seines Star-Receivers Marvin Harrison zurück. Harrison wurde zu einer Schießerei in der Nähe seines Nachtclubs befragt, aber noch nicht festgenommen oder angeklagt. Manning hat noch nicht mit Harrison über diesen Vorfall geredet. Er macht sich größere Sorgen über die kaputten Knie seines Wide Receivers, die ihn letztes Jahr viel Spielzeit haben verpassen lassen. Manning ist optimistisch, dass der 35-jährige Harrison nach seiner Operation im Januar wieder voll einsatzbereit sein wird, auch wenn er momentan nicht am Training teilnimmt. Einer von fünf Verdächtigen, die letztes Jahr den Redskins-Spieler Sean Taylor ermordeten, hat sich schuldig bekannt. Renya Hunty wird gegen seine Mitangeklagten aussagen. Dafür muss er nur 29 Jahre in den Knast. Nach der Saison unterzog sich Rams-Fullback Brian Leonard einer Schulteroperation. In der letzten Saison spielte der Rookie mit Schmerzen in beiden Schultern, ein Problem, das jetzt der Vergangenheit angehören soll. Head Coach Linehan erwartet viel von ihm in der kommenden Saison. Und all diese Nachrichten gibt es zum Nachlesen auf www.win-football.de. Bis zum nächsten Mal.